Guten Mittag, Kollege. Sie übernehmen heute den Regionalexpress von Berlin-Gesundbrunnen zum tollen Flughafen von Berlin. Die Fahrt sollte reibungslos verlaufen, also machen Sie sich da mal bitte keine Sorgen. Öffnen Sie bitte die Türen und rüsten Sie Ihre Lok auf. Abfahrt ist um 15.40 Uhr. Gute Fahrt. Ja, und damit ein herzliches Willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Let's Drive. Hier, Train Simulator 2016. Ja, diesmal mal Train Simulator, wie ich es auch angekündigt habe, doch etwas früher. Und ja, wir befinden uns hier in Berlin-Leipzig. Beziehungsweise ganz genau gesehen, öffnen wir erstmal die Türen hier, ja genau, ganz genau in Südkreuz, mit dem Südkreuz, können wir uns mal hier kurz umschauen. So, hier ist ein Intercity und hier hinten ist gerade ja eine S-Bahn eingefahren. Das hier fand ein Szenario und zwar Regionalexpress in die Ferien, gemacht von mir. Also, falls da Fehler sind, möchte ich dies bitte entschuldigen. So. Das ist unsere Lok, wir fahren eine 143, und zwar die von Virtual Railroads, die von Expert Line. Bedeutet, wir werden heute schön Spaß haben zu fahren. Und ja, würde sagen, fahren wir los. 44, 55 ist Abfahrt. Wir rüsten aber schon mal dann unsere Lok auf, heben, damit wir Strom bekommen in Pantographen. Genau, ist auch der richtige. Dann den Hauptschalter, dass wir überhaupt, im Prinzip der Motor. Machen dann die Sicherheits... System an SIFA und PZB. So, dann hatten wir das schon mal. Die Bremse ziehen wir noch ein bisschen an. Haben wir hier noch was Zuglicht, machen wir ein. Hier vorne, schön. Können dann direkt hier unser Ziel einstellen. Auf Berlin Flughafen. Da ist doch. Da haben wir es, Berlin Flughafen. Sehr schön. So, dann wären wir, glaube ich, schon fast fertig. Haben wir hier noch was? Können hier noch ein bisschen Licht anmachen, brauchen wir aber nicht. Ne, hier. Funktioniert alles. SIFA funktioniert auch. Können wir schon mal hier unser Lok zum Fahren aufrüsten. Fahrtrichtung sei dann nach vorne. Und wir setzen unsere Bremskraft auf 80, ja, können wir nachher, wenn es zu wenig ist, noch etwas nach oben drehen. So, wir haben heute ein bisschen, also wir haben mal 1, 2, 3, 3 Waggons und einen Steuerwagen, das sind die TTB Dostos. Hier schön Berlin, Schönefeld Flughafen. Genau, und wir können uns noch mal ganz kurz umschauen. Also auf jeden Fall eines meiner Lieblings-Add-ons hier für den Train Simulator mit U-Bahn Frankfurt. Es ist schön, man kann die schön im Fernverkehr fahren. Ja, wunderbar. Wunderschön hier. Gefällt mir sehr gut. So, noch 2 Minütchen, dann geht's auch schon los. Genau, hier fahren Sie Ihren Zug sicher bis zum Flughafen. Die Reisenden sollen schließlich einen guten Start in die Ferien haben. Ja, das ist richtig. Oh, da hinten kommt ein IC. Auf den warten wir jetzt, deswegen haben wir auch ein rotes Signal. Hier schön mit Steuerwagen. Genau, und gleich sollte dann auch das Signal umspringen. Und in 20 Sekunden fahren wir los. Da ist das Signal umgesprungen. So, wir warten mal, bis unsere Türen zugehen. Da. Schön. So, dann Bremse lösen und los geht's. 40. Das fahren wir jetzt erstmal. Fahren wir mal langsam los. Haben jetzt hier den restriktiven Modus. Wir sind jetzt da drin. Aus dem befreien wir uns. Den brauchen wir nicht, aber für da vorne grün ist und wir schneller als 40 fahren dürfen. Ich glaube, die S-Bahn ist auch abgefahren. Hat man, glaube ich, gerade gehört. Ja, da vorne fährt sie. So, der nächste Halt. Leider sind keine Ansagen hier drin. Die habe ich zwar versucht zu machen, aber das ging nicht ganz so gut. Wegen dem Fahrplan, weil ich das im Nachhinein reingemacht habe. War ein großer Fehler, deswegen gibt es hier keine Ansagen. So, wir fahren jetzt 40. Da wir noch einen Gleiswechsel vor uns haben. Ne, wir können auch 60 fahren. Entschuldigung. So, SIFA betätigen. So. Fahren wir mal.
Der nächste Halt ist dann Berlin Hauptbahnhof an Gleis 1, also ganz am Rand. Sehr schön. Gefällt mir. Hier müssen wir das Gleis wechseln, wenn alles gut läuft. So, ich kann euch nicht garantieren, dass dieses Szenario einwandfrei läuft. Deswegen, wenn hier Fehler sind vom KI-Verkehr, tut es mir leid. So, da vorne düst auch die S-Bahn. Ja, brauche ich nicht. So. Aus, das war die SIFA. Genau, aus. So, wenn man jetzt geradeaus fahren würde, das ist diese Berliner Zugtrasse, kommt man zum, ich glaube, zum Zoologischen Garten und zum Rathaus Spandau. Also fährt man durch Spandau. So, da stehen 60 sind angekündigt, also so bestätigen. Bleiben wir auch direkt bei 60. Hier schön in der S-Bahn. Die fährt gerade los. So, wir fahren jetzt nämlich nicht geradeaus Richtung Spandau, sondern direkt zum Berlin, direkt nach Berlin Hauptbahnhof, zum unteren Bahnhof. Und deswegen machen wir jetzt eine schöne Wende. Zwängen wir jetzt gleich schön ab. So. Screenshot. So. Sieht doch gut aus hier. Wir sind immer noch in der 85, in der 85. Restrikt, also im restriktiven Modus. Überwacht mit 85. Aber schneller dürfen wir nicht. Okay, hier. Passiert wohl nichts. Wir dürfen nicht schneller als 60, hat uns ja eben das Signal erzählt. Beziehungsweise gesagt. Ab hier so ist ein 60 sein, da wir gleich wieder Gleise wechseln. Okay. Wir müssen wohl so bremsen. Es geht wohl nicht ganz so gut. Das geht wohl nicht ganz so gut, da muss man auch schauen. Da war zwar kein Magnet, aber ja, passiert auch nichts. So, SIFA bestätigen. Nächster Halt, Berlin Hauptbahnhof, Gleis 1, Tauschstieg links. So. Da steht auch schon IC. E. So. Wir haben eine Vormax von 120 km/h, deswegen erlaubt uns das 200 an manchen Stellen der Strecke, aber wir bleiben langsam. So. Türen auf. Willkommen in Berlin. Da ist auch schon gerade ein Zug rein. Ach, wir sind glaube ich ein bisschen zu spät, kann das sein? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich noch perfekt. Hier ist gerade noch Zug rein, ich stehe noch in der City. So, und ich kenne das jetzt hier unten nicht. Hier oben, das ist ja die bekannte Bahnhofshalle. Ich kenne nur das hier oben. Hier kommen nämlich auch die Züge von Köln und so weiter an. Soweit ich weiß. In die Richtung fahren die dann. Genau. Genau, so, schauen wir mal hier. 100 sollten jetzt okay sein. Wenn das ja auch nicht reicht, dann müssen wir nochmal gucken. Haben wir wohl ja, viele Fahrgäste, das stimmt. Müssen wir ein bisschen aufpassen.
So, wir fahren weiter. Bremsen lösen. So, Vollgas. Nochmal Serviceblick. Ja. Keiner, der sich gefährden könnte. Wir fahren ab. Der nächste Halt ist dann Potsdamer Platz. Let's go. Ich steuere erst jetzt selber hier mit dem Aufschalt. Brutalität, sag ich jetzt mal. Jetzt fahren wir natürlich deutlich zu schnell, weil ich natürlich nicht aufgepasst habe. Aber wir sollten gleich wieder auf 120 dürfen. Ansonsten stelle ich mal langsam hier hoch zurück. Aber bremsen tut er doch. Weil es gerade wohl zu steil für den Zug. So, jetzt schön im Tunnel unter Berlin. Genau, nächste Station Berlin-Potsdamer Platz, Gleis 1. Ausstieg links. So, jetzt dürfen wir doch 120. Ist mir doch eigentlich egal. Oh. Da sind wir zu schnell rein. Oh, da kommt eine. Ah, der Kollege, wahrscheinlich in die andere Richtung. Der Regionalexpress. So, wir haben jetzt ganz kurzen Aufenthalt. Genau, so, wir kümmern uns jetzt darum, dass wir gleich weiterkommen. So, weil wir gerade eine leichte Vollbremsung hatten. So. Aber sollte alles gehen. So, gleich geht's auch schon weiter. So, weiter geht's. Alles frei? Dann fahren wir mal los. Ach, ich komm, schalt auf. Der andere fährt auch schon los, der Kollege. Weiter geht's nach Berlin-Südkreuz, auch ein sehr großer Knotenpunkt Berlins. Was wir auch machen können, ist demnächst mal die S-Bahn fahren, und zwar von S-Bahnhof Teltowstadt bis nach Potsdamer Platz, also hierhin. Kann auch sein, dass ich das nicht mache, weil es ja bald die komplette Strecke dafür gibt, für den Train Simulator. Mal sehen. So, ich muss ja aufpassen, dass ich hier mit dem Aufschalten nicht über 60 komme. Weil wenn ich nicht ein bisschen mit aufschalte, fährt er mir deutlich zu langsam los, der Zug. Schleudern, achso, okay. So, da oben kommt schon wieder an die Oberfläche. So. Drück mal F. Zack. Da bremsen wir ein bisschen. Ist jetzt nötig, da wir ja da vorne schon wieder irgendwas bestätigen müssen.
Ach, 70 müsst ihr fahren, okay. So, SIFA. So, jetzt hier aus Südkreuz. Vorne steht eine VT 200. Doch, also ich finde auch generell die Strecke sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht. Offener Gestaltung jetzt her. Wunderbar. Und die Lok hier auch wunderbar, auch von Sounds her. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, F drücken, damit der nicht mal aufschaltet. Rollen wir noch ein bisschen. Damit wir auch schön geschmeidig dann nach Berlin-Südkreuz kommen. Letzte Station Berlin-Südkreuz, Gleis 3 Ausstieg in Fahrtrichtung links. Auch das äußerste Gleis. Warum Berlin-Südkreuz 3? Die anderen ersten zwei Gleise, 1 und 2, sind S-Bahn-Gleise. Hier, noch bestätigen. Ja, habe ich auch geschafft. Hier ist eine S-Bahn. Genau, hier kann man dann auch entlang fahren. So, gehen wir mal runter auf 40 ungefähr. Wir dürfen zwar schneller, aber schalten wir mal langsam ab. Da kommt eine S-Bahn rein. Da hinten steht ein Intercity mit der 101. Oh, und 500 Hertz bedeutet, davon ist ein rotes Signal, das stimmt auch. Da kommt gerade ein IC rein. ICE, da. IC2. So, Berlin-Südkreuz. Zack. Fahren wir mal hier herunter. Bremse noch ein bisschen anziehen. So, hier. ICE2 eingefahren. Und hier eine S-Bahn. Und wir haben jetzt auch grün, bedeutet, wir dürfen gleich fahren. Wir müssen aber gleich langsam ausfahren, da wir noch in der 500-Hertz-Überwachung sind. Deshalb, ja. Da fährt der S-Bahn. Und unser Zug auch, wir können auffahren. So, Bremsen lösen. Und los geht's. Na, schalt auf. Müssen wir jetzt langsam fahren. Erst wenn die 500 Hertz weg sind, dürfen wir dann schneller fahren und uns dann befreien hier aus dem restriktiven Modus. Das bestätigen wir. Dass vielleicht 500 Hertz weggehen? Ne, gehen es aber nicht. Doch, jetzt sind sie weg. Jetzt dürfen wir 60 und befreien uns hier. Super. Los geht's, weiter geht's. Davon steht ein Kollege, der wartet dann bestimmt. Ah, ist ein Abstellgleis, ja. Der wartet auf seinen Dienstbeginn. Ja, endlich mal Train Simulator. Das spiele ich ja momentan extrem gerne. Habe ich auch erzählt, dass ich an Szenarien sitze. Und wie man erkennt, ja, das tue ich auch. Hier ist ein Ergebnis davon. Das werde ich wahrscheinlich nicht veröffentlichen, aber ich weiß es noch nicht. Vielleicht werde ich das dann doch machen. Genau, so da hinten sind 140, wir können aber nur 120, das ist uns aber egal. Hoffentlich ist unser Fahrplan auch dafür ausgelegt. Hoffen wir es mal. So. Schön. Bestätigt, Leute, wir können jetzt also langsam auf Vollgas gehen. Genau. So, genießt jetzt auch ein bisschen unsere Fahrt. Schöne Dostos. So, der nächste Halt wird sein Teltow. Genau, Teltow. Nicht Ludwigsfelde. Aber ich habe Lichterfelde. Berlin-Lichterfelde fahren wir durch. Warum weiß ich nicht, aber
habe ich einfach so gemacht. Mein Regionalexpress hält da nicht überall. Und genau, nach Teltow wären wir dann auch schon beim Flughafen. Du schalt noch ein bisschen auf hier. Hier rechts die S-Bahn-Strecke nach Teltow bzw. Hellingsdorf. Das Geräusch ist die Siefer, Leute. Wenn das Geräusch kommt, beziehungsweise da unten diese weiße Leuchte leuchtet, S-Bahn, muss ich die Siefer-Taste betätigen, damit der Zug weiß, ja, ich bin noch am Steuer. Und das mit der PZP ist, ich muss halt damit mal bestätigen, dass es Veränderungen bei Signalen gibt. Also, dass ich nicht nur fahren darf, sondern vielleicht auch mal ein rotes Signal ist und dann ich ständig kein Spürkes mache und dann oder dann drüber fahre. Dann damit weiß dann der Zug, aha, wenn ich das nicht mache würde, würde er mich dann durch eine Zwangsbremsung zum Stehen bringen. Also alles sehr sicher hier im deutschen, bei der Deutschen Bahn, im deutschen Verkehrseisenbahnnetz. Oder auch in Österreich benutzen das gleiche. In der Schweiz bin ich mir nicht sicher, ich glaube auch die PZP 90. Ansonsten weiß ich das nicht, ob die noch irgendwo genutzt wird. Ich habe eine gute Idee, wir können auch ein bisschen. So, jetzt schalten wir nochmal selber ein bisschen auf, da kommen wir vielleicht ein bisschen schneller. So, da vorne, Berlin-Dichterfelde. Wir durchfahren, ja. Hier rechts die S-Bahn-Station. So, und da vorne, hier ist schon die LZB beim Schnellzug, den wir auch vielleicht mal fahren können. Würde man jetzt nicht mehr die PZB benutzen müssen, sondern hier würde man, das wird das Ganze jetzt automatisch funktionieren. Und ab da hinten dann Highspeed 200. So, Siefer, da vorne, ich glaube, Oesdorf, die S-Bahn-Station. Oh, da steht sogar eine S-Bahn. Sehr schön, also dieser Lok ist echt geil. Genau, wir befördern ja gerade hier die Fluggäste im Sommer, in den Sommerferien zum Flughafen. Habe auch eigentlich tolle Ansagen gemacht, aber leider funktionieren die nicht. Deswegen werde ich noch ein Szenario machen mit dem Talent 2. Im Prinzip dann inhaltlich das gleiche, nur mit anderem Rollmaterial und halt anderem Fahrplan, so dass dann auch die Ansagen kommen. Und wir das Ganze mit dem Zug wahrscheinlich auch rückwärts machen. So, ab hier Highspeed 200. Und hier, kleiner Abstellbahnhof, zweigt die S-Bahn nach rechts Richtung Teltow Stadtmitte. So, schalten wir mal langsam ab. So, komm, ein bisschen schneller bitte abschalten. Bis auf 80 runter. Wir bremsen ab. Auf ein bisschen unter 80. Ich will jetzt keine Zwangse bekommen. Da diese Lok sehr ungenau ist, wenn es darum geht. So, und zwar müssen wir jetzt gleich von der Eisenstrecke weg und dann auf unser Gleis fahren. Deswegen sind wir auch 80. So, hier müsste es jetzt bestätig nochmal. Da passiert aber nichts. So, 60.
So. Aber wir hatten doch noch Platz. Da hätte ich doch noch ein bisschen mehr machen. Ja, fast verbremst. Da hätte ich doch noch ein bisschen vorfahren können. Ich habe irgendwie den Bahnhof viel kürzer in Erinnerung gehabt. Aber okay. Hätten wir, weiß ich fürs nächste Bescheid. So, da hätten schöne Lok abgestellt. Also genau die gleiche, wie wir die haben. 143. Hier sieht man auch schön von Virtual Railroads. Hab die Steam-Version. Da ich mir ja, das Ganze mit PaysafeCards hole und das auf deren Shop nicht funktioniert. Würde ich mir zwar wünschen, weil dann würde ich mir auch richtig schöne Loks von denen holen, aber naja, muss noch warten. So, Berlin-Schönefeld Flughafen. Vernünftig. Und der nächste halt wird er dann auch schon Flughafen sein. Genau. So, gleich auch schon Abfahrt. Und zwar um. Aber wir hatten eigentlich schon Abfahrt. Okay, wir waren ein bisschen spät. So, Türen gehen zu. Ich liebe das Geräusch hier. Alles weg zwischen dem Zug und so weiter. Dann fahren wir los. Was haben wir mit 60? Steht da noch irgendwas? 80. Ja, okay, dann fahren wir mit 80. Oh, die Seefahrt. Okay. So, das war jetzt die vorletzte Station. Ab jetzt sind wir auch so ein bisschen aus dem innenstädtischen Bereich draußen. Ausfahrtssignal muss ich eigentlich nicht bestätigen, mache ich aber mal gerne, weil hier weiß man nie. Man bekommt auch hier manchmal Zwangs ohne Grund. Jetzt nicht bei dem Szenario. Aber schon öfters mal bekommen. Bei anderen Szenarien oder im Quick Drive. So, gleich werdet ihr sehen, sollten sich die Gleise hier zu Highspeed-Gleisen wechseln. Das sind nämlich hier die normalen. So, jetzt 200 bzw. wir fahren jetzt 120. Haben jetzt länger keinen Halt mehr, bis hin halt zur Endschaltstelle Berlin Flughafen. Also können auf jeden Fall mit der Lok jetzt schon noch mal mehr machen. Auch mal vielleicht mit der RBH-Lok schön ein Rangier-Szenario machen oder so. Obwohl ich sagen muss, ich bin nicht so der große Fan von Güterzügen. Da fahre ich ja lieber einen schönen Regionalexpress oder so. Oh, da kommt mir C entgegen. Doppeltraktion. Warum schalte ich jetzt ab? So, obwohl abschalten wir mal vielleicht ganz gut. Da hinten sind jetzt 80 angekündigt, was daran liegt, dass da vorne Großbären ist, wir da aber nicht halten. Und wir jetzt abzweigen und zwar auf die, jetzt weg von der Hauptstrecke und jetzt rüber auf die Nebenstrecke Richtung Flughafen wechseln. Ja. Bremsen wir mal runter. Bestätigt haben wir sind jetzt auch in der Überwachung. Bedeutet, wir müssen jetzt innerhalb ein paar Sekunden auf die Geschwindigkeit kommen. Sieht auch gut aus. So, da vorne sehen wir auch die 143er mit der RBH-Lackierung. Warten wahrscheinlich auf ihren Job, mal eingesetzt zu werden. So, mal sehen, ob wir noch was bestätigen müssen. Sieht aber gut aus. Also müssen wir, sind wir danach. Ja, genau. Haben wir alles richtig gemacht. So, bestätigen wir mal A für Airport. Schalten wir mal ab. Genau, wir fahren jetzt hier auf die eingleisige, machen jetzt so eine Schlange, so eine Riesenkurve. Zwar müssen wir jetzt nach links, aber wirklich nach links. Und deshalb machen wir jetzt einen Riesenbogen um diese Strecke jetzt hier eingleisig. Und sind auch hier, wie man jetzt unten an den Gleisen sieht,
raus aus der LZB. Also hier wäre man jetzt draußen, wir sind ja gar nicht drin. Schalten wir noch ein bisschen manuell auf. Haben wir 80? Ja, sind wir auch. So, von links dann halt das Ganze halt in die andere Richtung. Das Ganze war recht unnötig, da es auch einen schnellen Weg gibt. Direkt da nach links. Das ist für die dann in Fahrtrichtung Berlin dann halt nach rechts. Mir gefällt die Strecke sehr gut. Die gibt es bei Virtual Tracks. Oh. Also wirklich eine Kaufempfehlung. Ich bereue keinen Cent. So, jetzt müssen wir 60 runter. Bestätigen wir das Ganze. Gehen dann auch direkt runter. So. Ist schon mal gut hier. Was haben wir da vorne? Die 60 nochmal. Sind aber noch in der Überwachung, bedeutet, wir müssen das Ganze nicht bestätigen. Ist auch gar kein Magnet, okay. Gut. Hier ist schön Kastenlock. So, und müssen dann jetzt auch gleich wieder auf die Hauptstrecke kommen. Also nicht auf die Hauptstrecke, sondern auf die Nebenstrecke im Prinzip. Die aber nun wieder etwas, ja, 160 km/h gefahren werden. Keine Highspeed-Strecke, aber eine normale Strecke. So, und gleich müssen wir die Hauptstrecke überqueren. Jetzt müssen wir wahrscheinlich da links abzweigen. Ja. Nach rechts geht es dann in die andere Richtung der Nebenstrecke. Oh, hier schöner Damm. Da sind 80, den muss ich jetzt aber nicht bestätigen. Können wir die jetzt schon ausfahren? Laut dem Spiel können wir jetzt schon die 100 fahren. Oh, da steht eine Lok. Aber dem Spiel traue ich nicht immer. Da sind 80, ja doch, wir könnten wir theoretisch. So, dann haben wir diese Schleife jetzt hinter uns gelassen. Und können dann gleich ordentlich Gas geben. Da wir ein grünes Signal hatten, können wir dann auch direkt Gas geben. Jetzt geben wir mal Gummi. 116 ab hier erlaubt, wir können aber nur 120. Hier auch schön diese ganzen alten Tower. Von der Firma, ja. Weiter geht's, fahren wir noch ein bisschen durch den Tunnel und dann gleich auch zum Airport, zum Flughafen. Auch einer sehr ausgestalteten, schönen, eine interessanten Stelle hier auf der Karte, auch um kurz sich die zu holen, weil es ja einfach die Abwechslung gibt. Du kannst ja S-Bahn fahren von Berlin bis nach Leipzig komplett über Lutherstadt-Wittenberg und noch natürlich den Bahnhof, den Flughafen. Doch, also kann man sich nicht beschweren, man bekommt hier wirklich sehr viel Abwechslung durch diese Karte. Auch jetzt allein diese einspurige Stelle. So, lassen wir mal ein bisschen aufgeschaltet, dass wir auch ein bisschen über die 120 kommen. Sollten, glaube ich, ganz gut in der Zeit liegen. Ja, sind sogar, glaube ich, recht früh. So, 50 Kilometern, also wir haben jetzt noch Zeit.
könnt mir auch schreiben, wie ihr das Szenario findet. Würde mich sehr freuen, mal ein Feedback zu bekommen. Ist eines so mein, ich glaube, mein zweites richtig abgeschlossenes Szenario. Ich habe auch noch eins auf Köln-Düsseldorf und Köln-Koblenz. Und zwar mit den IC-Dostos. Da gibt es ja ein schönes Repaint. Da könnte man das auch mal machen. Fällt gerade noch auf. Es gibt gleich noch eine Stelle, da muss ich den Hauptschalter ausstellen, da es dann eine Wechseländerung gibt. Eine Wechseländerung, alles klar, ein Stromwechsel, so herum. Jetzt habe ich es. Hier schöne Dörfchen, oder Dörfchen nicht, aber da hinten ist ein Dörfchen. Schöne Felder. Das finde ich sehr schön hier. So sieht unser Cockpit aus. Kann man das Fenster öffnen? Nee. Doch, gefällt mir sehr gut. Grünes Signal, müssen wir natürlich aufpassen ein bisschen. Hier ist unser Siefer-Button. Ist meistens dann hier unten, aber als Fußpedal, aber hier nicht realisiert, sondern hier nur als Knopf. Gibt es auch in der Realität als Knopf. Genau. Da kommt es entgegen. Es steht ein Güterzug und ja, eine RBA-Lok. Schön. Güterzug. Relativ kurz. Und hier auch noch einer. Schön. Also das mit dem KI-Verkehr habe ich ganz gut hinbekommen, muss ich sagen. Da muss ich mich mal selber loben. Das war nämlich immer das größte Problem bei mir. Aber der Trick ist einfach, man muss immer ein Szenario mit Fahrplan erstellen. Weil wenn, dann kann man nämlich immer schön mit den Uhrzeiten den KI-Verkehr abpassen. Also ihr könnt euch auch was wünschen, was ich erfahren kann. Ich habe noch Köln-Koblenz, Köln-Düsseldorf. Dann habe ich halt noch die S-Bahn-Strecke, also Berlin-Wittenberg. Ah, jetzt hat er. Wir müssen abschalten. Hauptschalter ausmachen. Da hätte ich da vorne erst ausmachen müssen. Aber wie man jetzt sieht, sind die Oberleitungen auch so. Hier ist, wechselt das nämlich hier. So, ab hier müsste ich das wieder anmachen dürfen. Genau, ab hier. Weiter geht's. So, hier geht's auch schon langsam. Der grüne ist egal. Ja, keine Überwachung, gut. Ja, wir sind auch schon langsam da. Hier wird es auch schon langsam wieder chaotischer mit den Gleisen. Wir können aber Gott sei Dank ungetrost bei 120 bleiben. Haben wir irgendeine Änderung da oben? Ne, alles vom Alten. Gut. Ja, sind wir. Können wir so lassen. Berlin Flughafen. Das RE5 habe ich nicht wegbekommen, das ist eigentlich unrealistisch. Ja, genau. So, hier ist auch typisch Flughafengelände, weitläufig. Da hinten irgendwo der Flughafen. Wir gehen jetzt. Wir drehen uns jetzt in Richtung Flughafen. Der ist übrigens auch unterirdisch, der Flughafen.
Bahnhof. So, das funktioniert doch super. Gleich treffen wir noch auf eine S-Bahn-Linie. Woher die kommt, weiß ich leider nicht. Genau, jetzt war hier vorne. Da vorne fährt sie auch. Schön. Die überholen wir jetzt aber. Genau, fahren wir jetzt mal in den Tunnel des Flughafens. Ja, schön. Dann bremsen wir auf 60. Oh, hoffentlich keine Zwangsbremsung. Nee, haben wir nicht bekommen. Nicht schlecht. So, hier. Sind zwar noch ein bisschen zu schnell, aber. So, da vorne ist doch schon der Flughafen. Bahnhof. So, und hier links hält die S-Bahn. So. Links ein Intercity. So. Habt ihr das schon mal geschafft? Sind wir am Flughafen, schauen auch. Erstmal schon eingefahren. Dann würde ich sagen, werden wir unseren Zug abrüsten. Genau, das werden wir mal tun. So, hier, das haben wir unten. Das lösen wir mal. So. Bremsen lösen wir mal ein bisschen. Auf 20 ist, glaube ich, ganz gut. Das Zuglicht machen wir komplett aus. Hauptschalter aus. Zack. Dann sie von PCP aus. Stromabnehmer auch runter. So. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das können wir noch kurz umstellen hier. Hoffe ich, es hat euch gefallen, hier, das Let's Drive Train Simulator. Endlich mal eins, ein richtiges, auch mit PZB und so weiter. Hoffe, es hat euch gefallen. Die Fahrt hier zum Flughafen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr das nächste Mal sehen wollt, wenn ihr Bock habt. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut ihr rein. Tschüss.